Ihr Kreisky. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums, ich darf Sie und euch wieder mal begrüßen zu einer Online-Veranstaltung aus Kreiskys Wohnzimmer, hier im Wohnzimmer des ehemaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky, im Bruno Kreisky Forum. Und hier habe ich eine wunderbare Gästin bei mir, Emine Sevgi Östermar. Ich habe sie vorher gefragt, wie spricht man es genau aus? Und sie sagte, sprich es aus, wie du willst, weil das ist deine Sprache. Ja, also ich habe das jetzt hoffentlich sehr gut einigermaßen hingekriegt. Emine, wunderbar, dass du da bist. Emine Sevgi Östermar hat ein aktuelles Buch. Es heißt Ein von Schatten begrenzter Raum. Ich halte es hier in die Kamera. Im Suhrkamp Verlag erschienen, ich glaube im Dezember, also es ist ganz frisch. Und es ist ein eigentümliches Buch, wobei jedes Buch auf seine Art und Weise eigentümlich ist. Es hat extrem viele autobiografische Elemente. Es ist fast so etwas wie sozusagen eine intellektuelle Autobiografie, aber es ist auch ein sehr poetisches Buch. Also hat viele Sprachbilder, fantastische Metaphern, auf einige werde ich vielleicht auch dann noch im Gespräch zurückkommen. Und es ist eine intellektuelle Biografie einer Frau, die in der Türkei geboren ist. Du bist in Istanbul geboren, kamst als 18-Jährige 1965, glaube ich, erstmals nach Deutschland, da als Arbeiterin sogar. Also sozusagen, du hast dann gearbeitet bei einer Elektrofirma, gell? Ja, also ich dachte, das ist Telefunken, aber jemand sagte, nein, das war Bosch, ich weiß nicht mehr. Also das war ja 1965 und mein Bruder war, er hatte ein Stipendium und in die Schweiz geschickt worden und ich liebte meinen Bruder sehr, weil er hatte einen Kreis, also sein Literaturlehrer und sein Freund, der später leider schizophren wurde, die haben schon damals Rambo gelesen, zu Hause laut, und andere Dichter gelesen aus der Türkei und aus Deutschland, also Texte gelesen laut in einem Raum. Und ich lernte von ihm sehr und ich liebte meinen Bruder sehr, weil er sehr weich war und wir sind zusammen aufgewachsen und er war herzkrank und fiel zum Beispiel öfter in Ohnmacht durch diese Krankheit. Und ich fühlte das in einem anderen Raum, dass mein Bruder schlecht ging und so. Und wie er dann in die Schweiz geschickt wurde, wollte unbedingt zu meinem Bruder. Es war aber nicht so leicht, natürlich, weil ich ja kein Stipendium hatte. Aber da konnte man nach Deutschland als Arbeiterin gehen. Und ich war auch 18 gerade. Und dann bin ich zu dieser Stelle gegangen, wo man eben Urin abgeben musste oder Zähne zeigen musste. Und wenn man gesund war, innerhalb einer Woche konnte man nach Deutschland fahren. Ja. Und du hast ja vorher schon in der Schule Theater gemacht. Genau, mit 12 habe ich angefangen. Ja. Es war in der Stadt Bursa, ehemalige osmanische Hauptstadt. Eine sehr schöne Stadt, die ich sehr liebte. Und ich habe in der Schule in einem Stück von Molière, Eingebildete Kranke. Da habe ich die Frau von den eingebildeten Kranken gespielt. Und dann kam von dem Staatstheater der Intendant und guckte sich das Stück an und nahm mich für ein anderes Molière-Stück zu dem Staatstheater. Das war Bürger als Edelmann. Und dort habe ich gespielt und dann habe ich in einer Nacht, als ich über die Brücke einsam nach Hause lief, habe ich den Sternen beschworen, dass ich Schauspielerin werden wollte. Das war mein Glück, natürlich, dass ich schon da gefühlt habe, wie man leben muss. Weil am Theater alles, was im Leben schwer war, am Theater leichter. Also Hass, Eifersucht, Liebeskummer, das war alles zum Tod. Du stirbst und stehst wieder auf und nächsten Abend stirbst du wieder und so. Das heißt, dann... Es ist ja ein Leben in der Kunst, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber sozusagen du bist Schauspielerin, Theatermacherin, du schreibst große Romane, Prosa, Theaterstücke auch, was ja auch
ich nehme an, das Schreiben eines Buches dieser Art ist eine sehr solitäre Tätigkeit, eine sehr einsame auch, aber die Arbeit am Theater ist eine kollektive Tätigkeit. Das ist ja auch etwas Tolles, man macht das mit anderen gemeinsam, man lernt von anderen, was vielleicht beim Schreiben ein bisschen anders ist, nicht? Natürlich, also, genau. Das heißt, du hast eine sehr große, eine sehr breite Art und auch des Arbeitens und des Zusammenarbeitens mit anderen. Also damit bist du ja auch verwoben in Welten mit anderen Menschen. Das war sehr schön am Theater, weil ich merkte, dass, wie ich anfing, den ersten Roman zu schreiben, dass mir der Institution fehlte, was Theater war. Also zum Beispiel Kostümbildnerin unterstützt mit dem Kostüm, was sie dir anbietet, deine Figur. Mhm. Und da ist die Bühne und da sind die anderen Kollegen, die dann dich zwingen, deine Grenzen zu öffnen. Und du tust das auch mit denen. Mhm. Und das alles fehlte beim Schreiben. Ja. Das heißt, du musstest Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichzeitig sein. Du musstest dich auch schön ausbeuten können, sagen wir. Ja. Und dann natürlich am Theater, du wirst ja jeden Tag geküsst von deinen Kollegen. Mhm. Besonders zum Beispiel in Frankreich küssen die Kollegen dreimal deine Wangen. Ne? Also 90 Küsse morgen, also wenn du 30 Kollegen hast. Mhm. Und weil die Techniker sind ja auch in dieser, wie soll ich sagen, Ensemble drin. Die sind nicht so getrennt wie in Deutschland. Mhm. Weil die Techniker kommen ja mit in Frankreich. Macht man ja Tourneetheater und auf der Tournee natürlich arbeiten die ja diese Techniker. Mhm. Und dann sind sie ja auch wie, also du kannst ja mit denen wie mit deinen Kollegen an dem gleichen Tisch sitzen. In Deutschland war aber anders, was mir auffiel. Die Techniker hatten ihren eigenen Tisch, Schauspieler hatten ihren eigenen Tisch. Das waren wie zwei Klassen. Mhm. Und in Frankreich war das nicht so. Mhm. Also du wurdest von allen geküsst, wie gesagt, morgen 90 Mal, Abend 90 Mal, 180 Küsse am Theater, wenn du am Theater gearbeitet hast. Und beim Buchschreiben fehlten all diese Küsse. Begegnet man niemanden und hat niemanden zum Sprechen. Ja. Ich habe das ja vorher schon gesagt, du kamst 65 als 18-Jährige nach Deutschland, warst da dann nur ein Jahr und kamst dann in den 70er Jahren ein weiteres Mal und dann endgültig nach Deutschland. Dazwischen war natürlich viel. Die Türkei hatte genauso wie alle Länder der Welt eine 68er-Bewegung, eine rebellische Jugend, ein Interesse an der Kunst, an den modernen Künsten, aber auch an, du hast Rimbaud schon genannt, glaube ich, aber Dylan und so. Das war ja alles eine Art von einer Welt, wenn man das so nennen mag. Und du kamst dann nach Deutschland und hast gearbeitet mit auch das ist fast speziell, muss man sagen. Du hast in West-Berlin und in Ost-Berlin gearbeitet, was ja für einen West-Berliner nicht so leicht möglich gewesen wäre und auch für einen Ost-Berliner nicht so leicht möglich. Genau. Und du hast aber sozusagen an der Da war die Mauer. Es war die Mauer. Und keiner konnte daran denken, dass eines Tages diese Mauer eben herunterfallen wird. Ja. Ne? Sowas. Also für mich war die Mauer nicht aus Stein, sondern aus Zeit. Mhm. Weil ich immer, wenn ich von Westen nach Osten ging, immer so eine andere Zeit überwechselte. Ja. Auch von Osten nach Westen, das waren nur zwei Haltestellen. Ja? Die 68er Zeit war ein bisschen vorbei und das war ja 75, 76, da war schon Psychobewegungen eben aktuell. Man wohnte zusammen und man ging gemeinsam zu den Seminaren, zum Beispiel, die kamen dann nach Österreich, wo die AA-Kommune, und jetzt habe ich den Namen der Figur, Otto Mühl, zu Otto Mühl, und dann kamen sie alle kahlgeschoren zurück, und dann haben sie nicht mehr geredet, weil die Sprache Macht ausschalte, also die sagten ja, man muss wie die Kinder einfach diese Muss schreien. Die Kinder schreien ja auch, wenn sie pissen müssen oder aufs Klo müssen oder Hunger haben. Dann haben die auch angefangen, nicht mehr zu reden, diese Kommune, haben sie dann nur geschrien. Und dann waren sie wahrscheinlich auch sehr heiser. Eben, und die wurden dann von einer der Bewohner rausgeschmissen, ich glaube, irgendwann. Genau in dieser Wohngemeinschaft. Also wo früher AA-Kommune
wieso ich wohnte, bin ich auch da gelandet. Da habe ich mit 8 Leuten gewohnt. Und das war für mich eine große Solidarität. Ich hatte ja noch keine Arbeit, und also sehr wenig Geld und so. Aber die haben gesagt, du kannst hier wohnen. Und wenn einer auch nicht da ist, kannst du in ihrem Zimmer leben. Dann bin ich nach Ost-Berlin zum Theater, zu Benno Besson, zu der Brecht-Schule. Also mit dem Traum kam ich ja nach Ost-Berlin. Dann habe ich ein Visum bekommen, einmalige Visum. Das bedeutete, du musstest in Ost-Berlin bleiben. Und wenn du dann, natürlich konntest du auch ausreisen, aber dann musste ich jeden Tag Geld wechseln. Ja. Ja. Und das Geld hatte ich noch nicht. Deswegen blieb ich 3 Monate lang in Ost-Berlin und bekam bei einer Schauspielerin ein Zimmer und habe ich da mein erstes Theaterstück, Die Bauern von Heiner Müller, sagt man, hospitiert. Ja. Fritz Marquardt. Aber Fritz Marquardt, und dann habe ich angefangen, alle Szenen zu zeichnen, weil ich dachte, ich muss in der Türkei das zurückbringen, zu meinem Kollegen zeigen, was man eben an der Volksbühne mit den Brechschülern gelernt hat. Wie macht man, also, weil das, die Wörter halfen mir nicht. Zeichnungen ja. Und das wurde als Qualität gesehen. Die haben gesagt, Mensch, Brecht hätte gerne so einen, wie sagt man, Mitarbeiter wie du. Und Marquardt sagte auch zu Besson und Langhoff, wenn diese Türken hier bleibt, man muss unbedingt mit ihr arbeiten. Dann haben sie mich als Dramaturgin und erste Assistentin engagiert. Dann durfte ich auch hin und her einfach ein- und ausreisen. Ja, also ja. Dann blieb ich ja in Ost-Berlin. Ja. Also habe ich da auch gewohnt, und wenn ich wollte, in West-Berlin gewohnt, und wenn ich in Wohngemeinschaft zu müde wurde von der Psychologie der 8 Leute, dann bin ich sogar in der Nacht nach Ost-Berlin eingereist und so. Das war eine wunderbare Erfahrung, weil ich hatte ja keinen körperlichen Schmerz wegen dieser Mauer. Ja. Ich hatte keine Mutter, die weint, die um ihre Schwester, die drüben geblieben ist, geweint hat und so weiter. Es war für mich die 2 Welten und dann Krieg und nach dem Krieg eben die, der Krieg geht weiter in beiden Teile. Die können ohne die anderen nicht leben und so weiter. Und große Kunst. Ja. Und große Künstler, die dorthin gekommen waren, um nach der faschistischen Zeit vielleicht ein neues Deutschland herzustellen, die noch nicht da gewesen ist. Also deswegen kam ja der Langhoff zurück oder Brecht zurück und so. Also das ist ja ohnehin fantastisch, also was man da ein Panorama aus diesem Buch auch mitnimmt, mit welchen Menschen du da zusammengearbeitet hast. Benno Besson hast du schon genannt und Matthias Langhoff und Heiner Müller. Christoph Hein bist du natürlich auch begegnet und dann auch nicht-deutschen Regisseuren wie Peter Brook und Robert Wilson, die viel mit Heiner Müller zusammengearbeitet haben. Thomas Brasch, Manfred Karge hast du genannt. Also dieses Buch, ich habe das, also ich danke sehr für dieses Buch, muss ich sagen. Ja, also es hat mich sehr glücklich gemacht, weil es auch so ein Durchschreiten durch Menschenlandschaften ist, die man alle irgendwie so noch kennt, von denen man viel gelesen hat, wie John Berger, den du auch in Paris, glaube ich, kennengelernt hast, und manche, die man so ein bisschen noch kennengelernt hat, wenn man in den 90er Jahren in Berlin gewohnt hat, wie ich, aber natürlich nicht so gut und aus der Nähe, wie du sie kennengelernt hast. Also das war, war schon großartig. Und das Ganze hat aber auch ein bisschen einen, es ist ja jetzt nicht nur Glück, sondern du hast ja die Türkei letztlich verlassen wegen dem Militärputsch 71, glaube ich. Also du hast dann auch so Sätze wie drin in dem Buch, das Militär war mit seinen großen, schweren Flügeln aus Eisen in die Träume der jungen und nicht jungen Menschen geflogen. Also dass ihnen, auch unseren Zuhörern, dass sie ein Gefühl für die Sprachkunst und die Metaphernreichheit dieser Beschreibung hat, weil mit den großen, schweren Eisenflügeln ins Leben fliegen, genau das ist es. Aber die Sprache muss man ja jetzt erstmal dafür finden. Aber die Sprache zum Beispiel, die türkische Sprache, ich hatte das Gefühl damals nach dem Militärputsch, dass meine türkischen Wörter krank geworden sind. Ich muss sie zu einem sozusagen Sanatorium bringen. Und dann, ich brauchte einen Traum aus diesen
dunklen Brunnen rauszukommen. Und das war eben Brecht, weil der Brecht hatte vor uns schon, während der Faschismus, deutschen Faschismus, hatte er einen körperlichen Schmerz erlebt, eine körperliche Erfahrung gemacht. Und danach hat er ja Sätze geschrieben, so wie groß bleibt nicht groß, es bleibt nicht groß, klein nicht klein. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Oder Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Ach, die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? All diese Sätze haben mir in der Türkei während der türkischen Faschismus sehr geholfen, eine Utopie versprochen. Und vielleicht deswegen wollte ich zu Brecht gehen, zu einem sprachmächtigen Autor, wenn er auch nicht lebte, und um diese Wörter dort sozusagen zu einem Sanatorium zu bringen. Ja. Diese Gedanken sind später natürlich gekommen, aber das hatte bestimmt so einen Grund, warum ich dorthin wollte. Das war ein Traum. Und dieser Traum wurde dann eben in Ostberlin bei Besson verwirklicht. Weil Besson wurde mir sehr gelobt von dem Schweizer Buchhändler Theo Pinkus, der meine Briefe, die ich mit einem Schweizer Freund wechselte, hat sehr gemocht. Und er sagte, ich möchte diesem Mädchen helfen. Dann hat er einen Brief mitgegeben zu Besson, in dem er versicherte, wie wichtig sei, wenn ich bei ihm Brecht-Theater lernen würde. So habe ich diesen Brief. Hast du dich eigentlich als Exilantin gefühlt? Nein. Ja. Ich hatte damals von dem Filmemacher Jean-Luc Godard einen Satz gelesen. Man muss, also in etwa war das so, man muss Vaterland verraten, zu einem anderen Land gehen, damit man gleichzeitig in zwei Orten sein kann. Ich sagte mir, oh, das hat mir sehr gut gefallen, weil damals war die Mode, immer sagten die ja, Menschen zwischen zwei Stühlen, zwischen zwei Ländern oder mit Sehnsucht nach ihren Ländern zugrunde gehende Leute. Das lehnte ich ab. Ich sagte, ich bin gleichzeitig in zwei Orten. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil als ich zum Beispiel nach Frankreich ging, danach mit Besson, dann hatte ich plötzlich, ich war dann zwischen drei Ländern und so. Nein, habe ich mich nicht als Exzellentin gefühlt. Ja. Also diesen Brecht-Satz oder dieses Brecht-Lied eigentlich, muss man ja fast sagen, das zitierst du ja häufig in dem Buch. Das Buch hat ja auch, lebt ja auch von Wiederholungen und Rückblendungen und sozusagen Redundanzen. Und das kommt ja sehr oft. Das ist ja eine Art von optimistischer Satz in einer Zeit, wo es einem schlecht geht oder so. Ja. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht. Das Kleine, die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Ja. Das sagt man sich ja dann, wenn man im Loch sitzt. Ja. Natürlich. Ist das etwas, was man braucht im Leben, diesen Satz? Ja, das braucht man, weil er verspricht eine Utopie. Ja. Und bildhaft ist sie auch. Ja. Ne? Groß bleibt nicht groß, klein bleibt nicht. Die kannst du ja mit dem Kapitalismus vergleichen. Man kann es ja auch singen, nicht? Man kann es ja auch singen, das ist ja auch ein... Natürlich, noch das, ja. Die Nacht hat 12 Stunden, die Sprache, dann kommt schon der Tag. Die Sprache kann... Man sagt ja immer, in der Fremde verliert man die Sprache, aber in solchen Zeiten wie Militärputsch, Faschismus, du kannst deine Muttersprache in deinem eigenen Land verlieren. So war es. Weil die Sprache ruiniert wird durch die Macht? Genau, genau, weil du die Wörter verstecken musst, weil du lügen musst, weil du nicht mehr das sagst, was du sagen willst. Du hast dich ja erst mit der Sprache entwickelt. Ja. Sagen wir, 68er Bewegung war das ja eine Renaissance in der Türkei. Ja. Die erste marxistische Partei wurde geöffnet und Arbeiter haben angefangen, in den Gewerkschaften sich zu wehren. Solidarisch waren die Studenten und Arbeiter zusammen. Rechte haben sie gewonnen. Ja. Das war sehr aufregend zu sehen. Und ich bin schon als junges Mädchen, ich weiß nicht, vielleicht war ich 19 oder
20 in der Schauspielschule. Wir haben gehört, dass an der irakisch-iranischen Grenze die Bauern sind am Verhungern. Da bin ich mit einem 19-jährigen Schüler von der Schauspielschule, haben wir uns auf den Weg gemacht, in Bussen, in den Lastwagen, Autostopp gemacht, um dorthin zu landen, um mit diesen Bauern zu reden und eben deren Kummer und Probleme in einer Zeitung in der Türkei, in Istanbul zu veröffentlichen. Haben wir auch gemacht. Also ja, das war eine wunderbare Zeit. Und dann natürlich haben wir sehr viel gelesen. Wir haben immer in den Kneipen uns getroffen mit allen Dichtern, zum Beispiel Yaşar Kemal. Mhm. Und ich habe alle türkischen Dichter kennengelernt. Sogar einer der Großen, der für uns Rambo war, Ece Ayhan, mit dem habe ich in der gleichen Wohnung gewohnt. Der hat mir den Namen Emine geschenkt. Mhm. Wir haben in der Nacht, also ich habe gelesen, er hat Gedichte geschrieben. Er lebte sehr einfach mit seiner Mutter und mit seinem Freund, er war homosexuell. Mhm. Und der hat mir gegeben gegen 4 Uhr, mhm, diesmal gefällt es dir und so. Und ich hatte dann eben Bücher gelesen, so vielleicht Sacco und Vanzetti und so, oder Mutter von Gorki. Und dann habe ich da geweint, zum Beispiel, nachdem ich diese Bücher gelesen habe. Und dann gab er mir seine Gedichte und fragte mich, ob ich die liebe. Und das war eine große Freundschaft. Und dann haben wir natürlich, um mit den anderen zu diskutieren, sehr viel gelesen. Das heißt, wir haben angefangen, noch mit neuen Wörtern, mhm, sehr reich zu werden. Mhm. Das heißt, die Sprache war reich. Mhm. Und der entwickelte uns, wir entwickelten die Sprache so. Und dann kam der eben Militärputsch und wir mussten all diese Wörter, mhm, in Staub liegen lassen oder ans Meer werfen. Oder, mhm, wir haben unsere Briefe vernichtet. Mhm. Wir haben unsere Bücher vernichtet, damit die Polizei nicht merkt und so. Also, es ist ja jetzt aber nicht nur, dass die Wörter, eure Wörter verboten waren, sondern dass die Macht auch mit einer Machtsprache spricht, die auch eine Scheißsprache ist. Genau, ja? Natürlich. Das ist, so war ist es das. Ja auch, ne? Genau, ja, ja, genau. Das haben wir ein bisschen jetzt ja auch wenn wir nicht solche Mächte haben dieser Art, aber die Ruinierung der Sprache durch Macht und Werbung und durch PR. Genau, Werbung, natürlich. Ja, und Message Control, wie wir hier sagen. Ja, richtig. Ja. Ja. Du, im Zusammenhang mit der Türkei hast du, ich glaube nicht in dem Buch, aber irgendwo anders habe ich das gelesen, den schönen Satz auch geprägt, sie haben nicht nur die Menschen verhaftet, sie haben auch die Wörter verhaftet. Genau, richtig. Ja. Weil jetzt das Wort hatte große Wirkung. Ja. Es gab Leute, zum Beispiel ein blinder Anwalt, der lebt noch, der hat die Hälfte seines Lebens wegen seiner Wörter im Gefängnis verbracht. Ja. Ja. In der Türkei, dieser Zeit wird es natürlich so gewesen sein, dass das Wort eine immense Störung für die Macht war, auf die die Macht dann reagiert hat. In Ostberlin war es nicht anders. Genau, das habe ich dort auch das Gefühl, dass das Wort große Wirkung hatte. Ja. Weißt du, im Westen konntest du alles verlegen, viele Zeitungen, Zeitschriften, überall Schriften an den Wänden, an den Mauern, auf der Straße, auf dem Beton oder in einer Kneipe hinter den Toiletten. Jeder hat was geschrieben und da drüben nicht. Mhm. Aber am Theater, wenn ein Satz fiel wie es ist etwas faul im Staat Dänemark, das war oder eine. Geben Sie Gedankenfreiheit. Ja, fantastisch. Also ja, wie die Zuschauer waren im Raum. Ja. Ja. Das war sehr schön. Ja. Später habe ich in Iran das gesehen, wie das Wort dort auch große Wirkung hat. Mhm. Mhm. Und wie das körperliche Schmerz und Erfahrung wegen der verbotenen Wörter und so, das haben wir. Die Iraner Intellektuellen und Schriftsteller, die haben mich getroffen in einem kellerartigen Ort. Mhm. Da haben wir über das geredet. Mhm. Ja. Du hast ja jetzt diese optimistische Metapher oder diese Bildhaftigkeit bei Brecht, die wir da gesprochen haben. Das Große bleibt groß nicht das, und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Das ist das Positive, was sich oft wiederholt. Mhm. Aber dann hast du oft auch in deinem Buch, das sich genauso oft wiederholt, wie es wird schneller dunkel, als man glaubt oder so.
Das habe ich jetzt nicht ganz. Als man denkt. Als man denkt, entschuldige, ich war mir jetzt unsicher. Aber glaubt es auch. Ja. Es wird schneller dunkel, als man denkt. Das ist ja eigentlich eine warnende Aussage, eine, die uns zeigt, wie um die nächste Ecke kann das Verderben kommen und es kommt schneller, als man glaubt. Genau. Genau, nachdem zum Beispiel Khomeini, da kommt ja in dem Buch eine Zeit, wo ein Freund, der eben Kameramann ist in Paris, im Flughafen, dass Khomeinis abfahren, nach Iran zurück. Mhm. Und da sagt er diesen Satz, es wird früher dunkel. Mhm. Aber du wiederholst ihn noch. Immer wieder. Ja. Oder in dem Irrenhaus, wo der Wächter sagt, es wird früher dunkel, als man denkt. Ja. Ist ja auch etwas, was vielleicht unser Zeitempfinden im Moment, Trump, Krieg, Rechtspopulismus, Zerspaltung von Gesellschaften. Überall die Regierungen da und dort. Und da Aufstieg des Irrationalismus. Genau. Es wird schneller dunkel, als man denkt, sollte man nicht ganz vergessen. Ich gehe jetzt ein bisschen auch noch, das ist ja auch ein Buch, das uns durchwandern lässt, Landschaften der späten Moderne, sagen wir mal so. Mhm. Wo die Moderne noch diese löwensprühende Idee war, man hatte irgendwie diese Giganten, Müller, Besson, das waren Giganten und du bist mit Besson dann nach Paris gegangen auch, wo du dann ja auch in eine ähnliche Welt, also sagen wir mal die Post-Sartre, Post-Beauvoir-Welt gekommen bist, die waren natürlich schon nicht tot, aber alt. Die waren noch nicht tot, alt, klar. Ja gut, Sartre war sogar schon tot, oder? Sartre ist ja, wo sie noch diese, wo sie behauptet, ich wohne in einem Sartres Rücken. Wo sie denkt, sie sah den Sartre, denkt sie aber vielleicht auch nicht. Kurz darauf war er tot. Ich habe jetzt Sartres Tod wahrscheinlich falsch im Theorie. Der ist so 80 gestorben. Ne? Yves Montand lebt er noch und so. Und du lebtest auch da in Montparnasse, was ja auch noch so irgendwie diese Lebenswelt der Nachkriegs-, aber fast noch Vorkriegs-, Bohem war, also Picasso hatte da gelebt, Giacometti hat gelebt, Sartre und so. Ja. Und es war ja auch noch ein bisschen diese Schäbigkeit, die diese Cafés dort auch hatten. Das war ja noch nicht, war ja sozusagen doch schäbiger als Saint-Germain-des-Prés, nehme ich an, nicht? Also, natürlich. Das war so noch diese Bohem-Welt, die es ja in der Form heute nicht mehr gibt. Genau. Ja, Truffaut lebte und Godard sowieso, lebt er ja noch und so. Ja, enorm. Und du hast mit Besson dort inszeniert, gearbeitet? Genau, gearbeitet. Einige Jahre, nicht lang, glaube ich, aber einige Jahre. Ja, anderthalb, zwei Jahre und dann kehrte ich nach Berlin zurück, um dort zu arbeiten, weil Besson nicht ständig arbeitete, sondern auch dann, ich konnte ja nicht jetzt ökonomisch das, wie soll ich sagen, unterhalten. Ich hatte keine Wohnung in Paris und so. Aber dann kam ich eben zurück mit einer Sprache, also mit französischer Sprache. Das war mit Liebe zu Edith Piaf und so, Léo Ferré. Du beschreibst das ja auch, und das wird ja jetzt sozusagen, das ist ja jetzt natürlich fiktional in dem Sinne, also es ist ja jetzt nicht ganz autobiografisch, aber man liest in dem Buch auch, wie du Französisch lernst, also es sind dann auch diese Passagen in Französisch. Genau. Und auch Lieder, eine Liebeserklärung zu dieser. Ja. Es ist überhaupt eine Liebe zu der Sprache und es ist eine Liebe zu den Personen. Also eine fast, du schreibst dann auch immer so, ich lebe in Besson, ich lebe ihn. Genau. Weil sie kam auf der Idee zu fragen, als sie erfuhr, ihre armenische Freundin wegen eines Menschen nach Kanada emigriert ist von Paris, also erst von Istanbul nach Paris, von Paris nach Kanada. Da kam sie auf die Idee zu sagen, auch wenn man von seinem eigenen Land weggeht, kommt man in keinem anderen Land mehr an, sondern nur manche besondere Menschen werden dein Land, denkt sie. Also deswegen, sie wohnt in Besson, weil Besson ist ihr Land. Das ist der besondere Mensch, hinter dem sie hergegangen ist. Und dann ab dem Moment auch, wo wohnen Sie, Madame, kommt, sagen wir die Frage. Dann sagt sie, ich wohne in der Adaption eines Eichhörnchen. Oder also Momente, die sie berühren oder gestalten, die sie berühren oder Lächeln eines Menschen. Ich wohne in seinem Lächeln und so.
Und so kann man auch leben, natürlich. Ja. Mhm. Man kann in den Wörtern von Edith Piaf wohnen. Ja. In dieser Zeit, die du da schilderst, in diesen Passagen der 70er und frühen 80er Jahre, über die schreibst du dann auch, die Hölle machte Pause. Ja. Also du begründest das auch und du beschreibst auch, wie die Hölle langsam zurückkommt, so Schritt für Schritt und so. Ja. Ist die Hölle wieder da? Die Hölle ist wieder da. Hm. Was ist die Hölle? Zum Beispiel der, was sagt ihr zum Ischit? Isis? Isis. Also IS. 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 Ja. IS inszeniert zum Beispiel für mich den jüngsten Tag. Mhm. Und also da, nicht nur das natürlich. Das ist ja, wie soll ich sagen, Faschismus und dann Pause der Hölle, in der Pause der Hölle eine Zeit und dann kommt wieder populistische Regierungen, machtwollende Einzelpersonen und ist es? So wie in Deutschland. Ja, ja, klar. Und überhaupt sozusagen dieses Zurückfallen in Ethnisierungen, Religiositäten. Genau. Du beschreibst das sehr schön, wie ihr als junge Leute in der Türkei gelebt habt und euch natürlich nicht mit Religion und sonst irgendwas und auch nicht mit Tradition oder Partikularismus beschäftigt habt, sondern mit Pasolini, Fellini, Antonioni, Gramsci, Godard. Genau. Ja? Und auch hier war es auch nicht anders. Und dann beschreibst du so, wie plötzlich diese Fragen aufkommen, du kommst aus der Türkei, du bist du Moslem? Eine Frage, die vorher niemand interessiert hat. Immer nach Identität. Genau. Und dich auch zwingen. Ja. Das sind ja die Grenzen, die anderen dann eben dir setzen. Ja. Hat, ne? Und zwar von allen Seiten. Ne? Das schreibst du auch gut. Das fand mich auch sehr beeindruckend oder fast bedrückend, wie dann plötzlich die türkischen Taxifahrer fragen, bist du Moslem, bist du kein Moslem? Und das ist denen wichtig. Und dann ist es den anderen, den Autochtonen, auch wichtig, bist du Muslim, bist du nicht Muslim? Wenn du Muslim bist, gehörst du nicht her, kommst du hier nie an, dann bist du immer was ganz was anderes. Genau. Also der Universalismus löst sich auf und wird zu einem... Universalismus löste sich auf. Mhm. Und damals denkt sie, also die Protagonistin denkt, als sie Taxis fuhr, das heißt in den 80er Jahren, der Taxifahrer redet zum Beispiel von einem wunderbaren, neu eröffneten Restaurant, dass sie da essen gehen müssen. Und dann in den 90er ging es schon los. Mhm. Sind sie Muslim und dann über den Muslim sein, nicht wie toll und sehr Religion das ist. Und dann fangen auch die französischen Taxifahrer auch gegen den Muslim zu reden und so. Und da denkt sie, die kommenden Kriege sind die Religionskriege. Ja. Sowas. Ja. Ein weiterer Strang beschäftigt sich natürlich auch mit der Rolle der türkischstämmigen Literatin in Deutschland. Mhm. Also deiner Rolle oder der Rolle der fiktiven oder realen Person. Mhm. Es ist halt, kommt immer, also es beginnt schon damit, dass man dir sagt, du gehst als Ophelia von hier fort und kommst als Putzfrau dort an, was dann auch real stimmt. Also die ersten Rollen, die du spielen konntest, waren Putzfrauenrollen. Manchmal hatten sie sogar eine große Bedeutung. Und dann es gibt eine wunderbare Stelle, wo du eine solche Rolle spielst in Bochum. Und alle schauspielerischen Leistungen werden mit dem Namen genannt, nur deiner nicht. Du bist die Putzfrau. Und Peimann und Beil schreiben sogar einen geharnischten Brief an den Rezensenten oder an den Kritiker, was ihm eigentlich einfällt, dieser einen Person keinen Namen zu geben. Das ist doch sehr sprechend. Sind alle türkische Frauen für euch Putzfrauen. Ja. Sie ist eine wunderbare Künstlerin, die kann auch so toll zeichnen und so. Schämt ihr euch nicht und so. Ja, das ist wahr, ja. Ja. Ja, ich wusste aber, dass in der Generation noch keine Ausländerin Penthesilea oder Ophelia spielen könnte in Deutschland. Ja. Die gab es noch nicht. Ja.
ich dachte vielleicht nach drei Generationen, mhm. wenn die Kinder, das sagen wir deutsche und türkische oder italienische Kinder zusammen aufwachsen werden, dann wird sich das normalisieren. So wie damals auch kein Fernsehsprecher gab aus Libanon oder Türkei. Jetzt gibt es ja mehrere. Es gab nur bei Peter Buck in Frankreich. Der hatte sein feste Ensemble und da war so eine schöne schwarze Frau und die spielte die Königin Übel zum Beispiel. Sonst nicht. Und ich war ja Mitarbeiterin von Besson oder Langhoff, aber ich wollte auch natürlich gerne spielen. Und in dem Thomas, als wir Thomas Breis Stück Liebe Georg inszenierten, kamen manche Schauspieler im Bochumer Schauspielhaus unter Beimann mit dem Breis-Text nicht so klar. Und ich liebte Breis sehr. Ich war so aufgeregt, dass ich sofort Collagen machte und Breis liebte das und sagte, wenn die Regisseure nicht weiter wissen während der Inszenierung, müssen sie deine Gefühle fragen, sagte Thomas. Und dann habe ich Langhoff gegangen zu dem Regisseur und gesagt, Matthias, darf ich mich als türkische Putzfrau verkleiden und einmal über die Bühne gehen? Ich möchte wissen, ob meine Kollegen sich irritiert fühlen werden. Also darf ich die mal irritieren? So. Er sagte, ja, mach das. Dann bin ich hoch, habe ich mich sehr kitschig als Putzfrau verkleidet. Also Kopftuch, rosa Bluse, grüne Strümpfe, blumige Kleid und schwanger dazu noch. Dann bin ich leise runter. Die waren alle auf der Bühne und ich habe angefangen, still diese Bühne zu putzen. Und dann waren die wirklich irritiert und die wollten alle mit mir reden, mir scherzen. Dann sagte Langhoff, keiner spricht mit der Putzfrau, keiner darf sie anfassen. Und dann, das wurde eine Rolle. Ich musste von Anfang bis ans Ende auf der Bühne diese eben der deutschen Boden zwischen den zwei Weltkriegen, wo Faschismus langsam kommen wird, eben die Bühne sauber machen. Und das war so schön, weil ich in einem anderen Stück auch mehrere Rollen bekomme, aber auch in, 6 Rollen hatte ich. Und davon eine war, dass ich mit der, wie sagt man, Staubsauger den Boden und sagte, Matthias, ich habe als Putzfrau Karriere gemacht. Erst hatte ich nur Eimer und Lappen, jetzt habe ich eine eben elektrische Maschine. Dann haben meine Kollegen so aus dem Herzen gelacht, habe ich angefangen in der Nacht meinen ersten Monolog zu schreiben, Karriere einer Putzfrau. Ich bin eine Putzfrau, was soll ich denn sonst tun, wenn ich hier nicht putze? In meinem Land war ich Ophelia und so weiter. Ja. Geht das. Und den Titel, glaube ich, hat dann Heiner Müller dir geschenkt. Ach, genau, ich hatte nur die Karriere einer Putzfrau geschrieben. Und der Heiner hat das gelesen, hat ihm sehr gefallen und sagte, darunter musst du als Untertitel schreiben, Erinnerungen an Deutschland. Also Karriere einer Putzfrau, Erinnerungen an Deutschland. Also das hat natürlich etwas sehr Lustiges und sowas auch was Amüsantes und hat aber natürlich auch diesen ernsten Kern, diese Zuschreibung, die Türkin kann nicht Ophelia spielen, die Türkin kann nicht, die muss nicht putzen werden, was sich ja jetzt natürlich auch irgendwie verändert hat. Aber was du schon auch beschreibst, und das klingt fast ein bisschen, ich will nicht sagen bitter, aber ja, vielleicht ein bisschen bitter ist es, die Figur spricht, glaube ich, in so einem Tagtraum oder so, was immer du erreichen wirst in der Literatur und was, wenn du gute Sätze schreibst, werden die Leute immer sagen, ah, das ist türkische Poesie. Auch wenn es nicht türkisch ist, sondern einfach du. Ja? Also selbst die Metaphernreichtum wird dann sozusagen irgendwie gleich orientalisiert oder was auch immer. Dass man am Ende, also du bist jetzt 50 Jahre lang fast deutsche Schriftstellerin. Ja? Na, bist du ja. Du schreibst auf Deutsch, du hast alles erreicht, du hast den Kleistpreis, bist in der Stiftung für deutsche Sprache in der Berliner Akademie der Künste und trotzdem wirst du als die deutsch-türkische oder was auch immer, ja, also
Da sind ja dann auch diese Metaphern des Brückenbauers und des Übersetzers, des kulturellen Übersetzers. Ist ja auch nicht schlecht, ja? Also ist ja, ja gut, dass es Leute gibt, die übersetzen können zwischen Welten, die nicht alle kennen. Ja. Aber es, man ist dann doch auch irgendwie festgezurrt, oder? Ja, also das ist viel härter als zum Beispiel am Theater Putzfrauen. Mhm. Mhm. Weil am Theater ist irgendwie auch alles Scherz und ja. Spaß und dann eben mhm. die Kostüme ist weg und dann mhm. bist du wieder jemand andere und dann hast du Liebhaber und was weiß ich. Da in dem Schriftwelt, das ist so wie, als ob die sehr aufpassen würden mhm. oder so. Aber ich versuchte immer gar nicht anzunehmen, das. Mhm. Mhm. Ich habe sogar, als man mich fragte mit dem ersten Buch, ja, ist das türkische Literatur, ist das deutsche Literatur, haben sie türkisch gedacht, deutsch geschrieben und so. Dann habe ich immer einen Witz erzählt, also da ist ein Seiltänzer, also, oder eine Frau, die über ein Seil eine gefährliche Nummer macht, oder ein Mann, ist egal, also eine Person, und zwei Leute stehen unten und schauen und eine sagt, weißt du, wie wenig Geld sie bekommt für diese gefährliche Arbeit. Und der andere sagt, wenn sie an das Geld denken würde, wird sie herunterfallen. Mhm. Mhm. Ich meinte das, also wenn ich an diese Theorien denken würde, vielleicht wird man nicht mehr schreiben. Mhm. So. Ja. Man verdrängt das. Ja. Mhm. Im Schreibprozess selbst natürlich. Aber in dem Moment, wo dann die Rezeption da ist, tut das dann vielleicht doch auch ein bisschen weh. Aber da ändert sich. Nein, ich habe gedacht, wahrscheinlich, die müssen so sortieren und so weiter. Ja. Wobei, mit diesem Buch bist du so, man hat den Eindruck, ich meine, es ist ja jetzt neu, es ist ja jetzt noch nicht so ewig auf dem Markt, aber wenn ich mir die Rezensionen anschaue, bist du jetzt irgendwie so im Pantheon der deutschen Gegenwartsliteratur endlich angekommen, ohne dass die dazu sagen müssen, deutsch, türkisch, pipapo oder so. Ja. Das ist doch auch dann wieder schön, dass das dann doch gelingt. Das ist dann wieder schön. Ja. Das ist wahr. Ja. Also bei all diesen, also, und damit sind wir ja wieder am Ausgangspunkt, nämlich dem, diese Balance zwischen die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag und dann gleichzeitig aber eben auch die, das Wissen darüber, es wird schneller dunkel, als man denkt. Natürlich, genau. Ja. Siehst du dich eigentlich als politische Autorin? Ist das politische Kunst? Oder was ist überhaupt politische Kunst, oder ist das eine vollkommen irrelevante Frage? Im Grunde, Politik interessiert mich sehr, wahrscheinlich. Auch vor der 68er Bewegung, also mein Großvater war auf der Seite Atatürk gekämpft, ins Gefängnis gelandet. Also man erzählte schon immer Legenden über ihn. Oder meine Mutter war auch ein sehr, gegen den Ungerechtigkeiten war sie zum Beispiel eine kämpferische Mensch und so. Also wir sind so aufgewachsen. Und dann kam noch 68er Bewegung, wo wir revoltierten und sogar unsere Eltern, die wählten die Sozialdemokratie und dann aber plötzlich wählten sie mit uns die Arbeiterpartei. Ja. So. Also das war sehr schön, dass unsere Eltern sich von ihren Kindern sozusagen erziehen ließen. Mhm. Man sagt ja, die Menschheit wird dreimal erzogen, nicht? Von Eltern, von Ehemann, Ehefrau und von ihren Kindern. Also das war danach so eine schöne Sache für mich, dass meine Mutter auch anfing, mehr Dostojewski zu lesen oder politische Bücher. Oder sie wurde rot, als sie sagte, ja, die sind so Comprador Bourgeoisie, so, also als sie diese Wörter sagte und so. Ja. Ja. Die Sprache der 68er plötzlich daherkommt. Genau, plötzlich, genau, die übernahm die Wörter. Ja. Ich meine, es ist vieles hat mich auch sehr angesprochen, alleine deswegen, weil es auch vieles berührt, was mir selber auch wichtig ist. Also okay. Das mag ja vielleicht bei anderen Leserinnen und Lesern anders sein. Aber auch wenn du so über Brecht sprichst und dann auch über die frühen Stücke, Ball, das Dickicht in Städte, und dann kommt dieser wunderbare Satz, also was berührt einen am meisten, das ist der letzte Satz, das Chaos ist aufgebraucht, das war die beste Zeit. Das war die beste Zeit.
Zum Beispiel, ich habe auch öfter gedacht, wieso hat man unbedingt die linke Seite in der Welt töten wollen? Warum? Während früher zum Beispiel, ich habe beobachtet, wenn ein arabischer Junge oder ein junger Mädchen aus der arabischen Welt, wenn die revoltieren wollten, wurden sie linker. Aber wenigstens haben sie ein paar Bücher gelesen. Wenigstens haben sie versucht, marxistische Bücher zu lesen oder Romane zu lesen. Und was dann, was ist denn passiert danach, als man diese Ecke getötet hat? Einfach religiöse Narzissten, also zum Beispiel. Hat man das so gewollt? Hat man diese jüngste Tag-Inszenierungen, hat man danach ein Sehnsucht gehabt? Warum? Warum hat man diese, was weiß ich? Ja. Na, ich habe ja die Frage gestellt, ob du eine, dich als politische Künstlerin verstehst, und du hast ein bisschen mit den Schultern gezuckt, weil sie auch eine nicht ganz klare Frage ist, was das heißen kann. Und wie man politisch einen Roman schreibt, ist wirklich fraglich. Also was ist ein politischer Roman, wozu braucht es ihn? Eine ganz andere Frage ist, wie man politisch Theater macht. Das Theater ist ja wahrscheinlich doch deutlich politischer schon alleine, weil es immer die, weil es dann drängend ist, wenn es politische Fragen verhandelt und weil es ohnehin eine kollektive Veranstaltung ist. Du machst es gemeinsam und andere schauen sich es gemeinsam an. Das ist schon wunderbar. In sich politischer. Natürlich, ja? Weil die Theater findet ja nicht auf der Bühne statt, sondern zwischen Bühne und Zuschauerraum. Ja. Ja, und das ist auch die Zeit der eben, 70er, 80er, bis 90er auch. Ne? Das war auch die beste Zeit. Ja. Also für in Deutschland oder in Frankreich. Ja. Das klingt aber jetzt fast ein bisschen nicht nur nostalgisch, sondern deprimierend. Und wir wollen ja nicht deprimierend sein. Nein, weil ich habe ja auch keine Ahnung, wie man heute Theater macht. Weil da musst du ja in der Prozess drin sein. Ne? Ja. Sowas. Klar. Aber das heutige Theater versucht ja auch politisch zu sein und es gelingt ihm ja an vieler Stelle auch. Sehr schön. Also wenn man sich anschaut, also Polish ist natürlich politisches Theater mit völlig anderen Dings, was Milo Rau macht, Jelinek sowieso. Also es gibt zeitgenössisches politisches Theater. Ja. Nein, das war schon sehr oberflächlich von mir. Ja. Das war nur nostalgisch, sagen wir so. Ja. Nein, aber die stellen sich natürlich auch alle immer die Frage, okay, was ist die Zeit, was sind die Formensprachen und die Themen, mit denen man heute politisches Theater machen soll? Wie siehst du, oder welche Ratschläge hättest du da, oder Ratschläge ist ein blödes Wort darüber, aber wo muss die politische Kunst oder die relevante Kunst, die radikale Kunst in der nächsten Zeit hingehen? Vielleicht eine große Sehnsucht haben nach der Universalismus und Solidarität und sich einfühlen in den einsamsten oder Menschen, die hilflosesten Menschen einfühlen, richtig einfühlen und zu Hilfe gehen wollen, also mit der Kunst. Ne? Fehlt mir noch. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich meine, wie hat das Brecht gesagt, so, die Wirklichkeit so darstellen, dass sie veränderbar erscheint oder dass man sie als veränderbar begreift. Das ist eigentlich der richtigere Ausdruck. Es soll nicht so erscheinen, sondern wir sollen ja wissen, die Wirklichkeit ist veränderbar. Und es gibt ja jetzt da auch diese, eine ganz andere, neue Generation auch an postmigrantischen Theatern, Menschen aus der Türkei, die in Berlin aufgewachsen sind, die von denen du schon gesprochen hast, die in der zweiten Generation dann die Chancen haben, die manche haben nicht haben. Die sind ja eigentlich auch alles irgendwie, wie ich dies auch so gelesen habe, diese Menschen, die da jetzt so am Gorki-Theater und sonst wo Theater machen, die sind ja auch alles Leute, die auf deinen Schultern stehen. Ja? Weil du warst die erste große Autorin, mit dieser Erfahrung? Die haben ja auch ein Stück von mir gemacht, Perikese, also Feenkind, in einem Ballhaus Naumi-Straße, als sie da waren. Ja. Und der Regisseur war auch aus Israel. So, also schön, also diese Mischung. Ne? Ja. Hat er auch sehr schön gemacht und so. Damit kommen natürlich neue Themen und neue Blicke auch, weil das sind Menschen, die
Blicke haben, die natürlich die Besson und Mahnhof genau. und Heiner Müller nicht haben hätten ja, können. Natürlich, ja, genau. Ja, ja. Ja. Das ist die neue Welt, ja, klar. Also, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugeschaut haben. Es war wunderbar, dich hier im Kreisky-Forum wieder zu haben. Du warst schon einmal hier, habe ich gehört, damals war ich nicht hier. Ein Schatten, ein von Schatten begrenzter Raum, ein autobiografisch berührter, sehr fiktionaler, mit Tagträumen, auch surrealistischer Roman. Es gibt genau. Gespräche mit Krähen und so weiter, mit viel Sprachwitz und Sprachkunst. Es sind, glaube ich, 762 Seiten und man will nicht aufhören, was selten ist bei 762 Seiten. Also es hat einen Sog, der einem nicht mehr loslässt, der einem erlaubt, durch diese Sprachkunst und durch diese Wortlandschaften durchzuwandern, aber er erlaubt einem eben auch, durch diese Erinnerungslandschaft durchzuwandern, diese großen, gigantischen Figuren, mit denen du zusammengearbeitet hast. Besson, Müller, Peymann, prägende Figuren. Und auch das ist, da liest sich dann wieder wie ein Geschichtsbuch. Ich danke dir herzlich, dass du das Buch geschrieben hast. Danke, ich bin auch sehr glücklich, dass ich bei Bruno bin. Danke, Emine, Sefki Östermar, und danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Sie haben schon verstanden, dass ich dieses Buch sehr empfehlen kann. Versinken Sie auch in dieses Buch und danke, dass Sie da waren. Danke dir. Danke dir auch.